Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute gibt's für euch ein Standard-Replay. Mal in einen russischen Panzer und zwar in der IS, der Stufe 7 Heavy der Russen. Und wir schauen uns dann mal an, was hier so abgeht. Wir fahren hier natürlich erstmal auf die Standard-Heavy-Position. Wie gesagt, ein Standard-Replay heißt keine Überrunde, aber auch keine verkackte Runde, sondern ich würde sagen eine normale Runde. Und wir fahren hier erstmal auf die Standard-Heavy-Position. Und jetzt habe ich auch wieder die Tanks-Icons, die ich vorher nicht hatte bei der ersten Aufnahme. Ich weiß nicht, was da los war. Mag daran liegen, dass das Replay jetzt hier mit Mods ist. Heißt, ich habe den Pro-Mod aktualisiert. Ich habe ein paar kleine optische Verbesserungen drin. Und die WN8-Anzeige, die Gunmark-Anzeige unten links, mehr nicht. Da hatte ich die Icons nicht bei der ersten Aufnahme, jetzt sind sie wieder da. Also gespielt wurde ohne die Mods, da das Modpack vom ProMod noch nicht aktuell war. Aber jetzt haben wir ja wieder alles so, wie es sich gehört. Ich habe hier überlegt, fahre ich geradeaus, fahre ich links. Ich habe links angesetzt, aber bin dann trotzdem geradeaus gefahren, weil ich gesehen habe, da hinten kommt ein T-34-85. Und da schauen wir mal, ob wir den erwischen, wenn er da um die Ecke piekt. Wie gesagt, T-34-85, ja, habe ich erstmal versucht, geschaut, kommt er da, aber er ist nicht gekommen. Hier sehe ich jetzt den Skoda T-25 hier oben, da KV-1 und so. Da fahren wir erstmal zurück und ja, okay, da werden wir erstmal geblockt vom KV-85, was ja in letzter Zeit ziemlich oft vorkommt. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Ja, okay, den versemmeln wir erstmal. Russische Kanonen eben. Ich habe hier die 100mm drauf. Mit den 175 Pen. Und den 250 Durchschnittsschaden. Also die etwas schneller feuernde Kanone. Und hier haben wir den ersten Schaden auf den KV-1S. Hier UI Experimental. Gleich mal aufgeklärt. KV-1 getroffen. Kommt der Leo? Kommt er nicht? Er wollte, aber ist dann doch nicht. Ja, okay. Hier sieht man, Russen. Kanonen sind nicht so besonders genau. Aber ich finde die 100mm Kanone etwas besser. Ich habe ihn zuerst mit der 122 probiert. Das war Chaos. Ich bin nicht über zwei Schusstreffer rausgekommen. Wobei wir auch ziemlich überfahren wurden. Ja. Seht schon, die Genauigkeit ist nicht die beste. Und dann Abpraller, weil jetzt der andere auf einmal vorfährt, der KV-3 war es, genau. Ich wollte eigentlich den UI treffen. Na komm, aber jetzt haben wir einen 237 und der KV-1S ballert mir mal in den Arsch. Okay, ich bin ihm vielleicht vor den Schuss gefahren, das mag sein. Aber ich habe halt etwas schneller nachgeladen als er. Ja, okay, das war jetzt gesnappt. Da sind Russen nicht so besonders beim Snappen. Man weiß es. Neben mir hat es den KV-1S zerlegt. KV-2 dreht um. Für den T-29. Ich denke mir, ich bleibe hier. Hier stehen noch zwei Tanks. Jawohl, KV-1 nochmal 224 Schaden gedrückt, der schießt mit HE. Kommt in letzter Zeit ziemlich oft vor, dass man so HE-Tanks hat. So, jetzt drücken wir mal vor. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Wie man dann im späteren Verlauf sehen wird. Ich hätte können ein bisschen früher vordrücken. Aber ich war ein bisschen abgelenkt, dachte, der kommt nochmal rum.
Ja, KV3 ist weg, also war mal etwas zu spät dran. Ihr seht schon, ich habe die Dead White Skins drauf. Für mich etwas leichter zu sehen. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Und auch nicht gerade der beste Spieler. Also, für mich etwas einfacher zu sehen dann. T29, na komm, komm noch mal vor. Nein, will er nicht. Okay. So, jetzt. Ja, gut. Vorhalten. Vorhalten ist nicht meine Stärke, ich weiß. Das war schon immer so. Jetzt fährt er auch noch Schlangenlinie. Ja. Ja, komm, jetzt. Triff doch mal, du Bobo. Mit deinem Vorhalten hast du es nicht so, echt wahr. Jetzt haben wir aber eine gescheuert. Mei, oh, mei, oh, mei, mei. Also, Vorhalten war echt, ist echt nicht meins. Ja, und da sind wir zu Ende damit. Es waren jetzt 1126 Schaden, also nicht gerade das Beste. Aber ein bisschen was war es auch. 238 haben wir noch Spotting gehabt. Das Vorhalten muss er noch üben. Der Kerl, wobei, ich habe jetzt länger nicht gespielt gehabt. Es kommt mit der Zeit schon wieder. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für euer Zusehen. Die Auswertung zeige ich euch natürlich noch. Da muss ich nur schnell mal wechseln. Also die Auswertung sehen wir gleich. So, hier sind wir dann in der Auswertung. Wie ihr seht, es war ganz schmucklos. Es war eine dritte Klasse. Wir haben insgesamt 2592 XP bekommen. Wir haben aufgeklärt oder Schaden bekommen von KV1S. Genau, Schaden bekommen. Aufgeklärt haben wir ja bloß die zwei. Für Spot UI Experimental und Spot auf den MT25. Hier haben wir 60. Okay. Also Schaden haben wir gemacht auf den KV1. Einmal 224. KV1S sind insgesamt 431, OI Experimental einmal und den MT25 nur einmal, weil wir wieder nicht richtig gezielt haben. Hier sind wir abgeprallt. Teamscore. Warum bin ich jetzt da am ersten Stelle? Nee, so war das nicht. Schaden sortieren, so stimmt's. Wir haben hier natürlich einen dabei gehabt. In seinem 45 TP. Er spielt dieses Ding ständig auf Lila, habe ich mal nachgeschaut bei WhatLife. Mit 3000 Schaden. Zweiter Stelle bin dann ich mit 1126. Ganz schmucklos. Aber naja, von den XP her wundert es mich. Da bin ich 1, 2, 3, 4, 5. Und das mit zweithöchsten Damage. Naja, vielleicht weil wir jetzt nichts selbst gespottet haben. Das kann schon sein. Und kein Kill. Das macht vieles aus. Dann haben wir hier den detaillierten Report. Wir haben 15 Mal geschossen, ja, ein paar Mal sind wir abgeprallt, ein paar Mal haben wir daneben gepfeffert, Russenkanone halt. Wir haben 6 Mal getroffen, 5 Mal davon sind aber trotzdem durchgegangen. Das waren 1126 Damage. 2 Hits haben wir bekommen, einmal abgeprallt. 3 Splash Hits, Damage blockt 110, ja, was willst du bei Splash Hits blocken? Ne? Weit gefahren sind wir auch nicht. 4 Fahrzeuge haben wir beschädigt. Dann haben wir 20.244 Credits bekommen. Dann habe ich noch Reserve angehabt. Dann haben wir ja das Weihnachtsevent. Also heißt total 108.303.000. Davon Repair 578 Munitionskosten. Weil wir bloß Standardmunition geschossen haben. Nicht wie letztes Mal im Objekt 257 andauernd Gold. Das bleibt uns übrig, 103.945. Die XP waren, ja, die Base XP 576, 28 Free XP. Da haben wir nichts drauf, aber es ist, ja, zweimal. Personal Reserves 432, dann die Reserve eben vom Weihnachtsevent 432. Da kommen wir dann total auf die 2592. Ich habe dann noch den Multiplikator drauf geschmissen, weil ich ja zur ESM will. Da waren es dann auch noch mal mehr. Und somit haben wir dann das Replay abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Habe ich kein Problem damit.
müssen nur konstruktiv sein. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.